Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zum neuen Pack Opening Weekend League Rewards Pack Opening. Und Freunde, es ist jetzt Mittwoch, ja, 19.01 Uhr, und ich setze mich hier hin und öffne meine 2-3er Inform Packs. Denn wenn ich jetzt einen guten Spieler ziehe, dann mache ich noch mehr Coins, als wenn ich das morgen, sprich am Donnerstag, im Stream aufmache. Aber da habe ich auch nochmal meine Elite Rewards, deswegen. Seht ihr jetzt hier nur ganz kurz als ja, Videoformat, aber das seht ihr jetzt als erstes meine 2-3er Inform-Packs zum aktuellen Team of the Week. Ich denke, ihr kennt's, ich kann es euch gerne hier nochmal einblenden, wer schmackhaft wäre, wäre Son und Leber. Der Rest geht so. Vardy wäre vielleicht eventuell noch einer, der ein bisschen was wert wäre. Und ja, ihr seht dann im Anschluss an meine 2-3er Inform-Packs die besten Packs von euch da draußen, ja, weil ich habe wieder einen Livestream gemacht auf Twitch. Könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung abchecken, das streame ich eigentlich gefühlt jeden Tag. Und habe eure Weekend League Rewards da draußen geöffnet und habe für euch da das Beste zusammengeschnitten. Wenn es euch gefällt, wenn ihr sowas mehr oder jede Woche sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach unten da, würde mich freuen. Damit ich sehe, dass ihr auf sowas Bock habt, damit ihr es feiert. Kostenlos Abo würde mich auch freuen, ja. Auf jeden Fall muss ich ganz kurz mal sagen, dass euer Support in letzter Zeit auf YouTube wieder krass ist, ja. Muss ich mal kurz für bedanken. Kuss geht auf jeden Fall raus. Und ich labere jetzt nicht mehr zu lang. Wir switchen jetzt rüber zu meinen 3 und 4 Packs. Danach seht ihr eure Packs da draußen. Die besten habe ich zusammengeschnitten. Viel Spaß. Yeah. Let's go. Also Freunde, wir starten rein hier. Erstes Pecorino. Ich hoffe auf einen guten Spieler. Es ist 19.03 Uhr. Ja, neues Year of the Week müsste zu packen sein. Ich hoffe auf einen Walkout. Wäre korrekt, wäre ehrenhaft. Es ist ein Walkout, Digga. Spanien. Boah, ich kenne mich halt nicht aus, ne? Wer ist das? Lopez, ne? 85er? Okay. Könnte vielleicht direkt jetzt noch was wert sein. Ist vielleicht noch einen guten 84er oder so dahinter. Ich glaube aber nicht. Oh, oh, lol. 3 Walkouts, Digga. Ja, moin. 3 Walkouts. Ich verkaufe die direkt, Freunde. Alter, korrekt. 3 Walkouts in einem 3 Inform Pack ist echt gut, Freunde. Okay, wir kommen zum letzten Pack. Jetzt ein Leva oder Son wäre so geisteskrank, ne? Aber ansonsten habe ich morgen noch die Hoffnung auf einen guten Spieler. Ja. Fast Son Hamada, ist glaube ich. Kamada? Es ist Hasebe, ja. Ist doch der gleiche. Aber 83er Kai Walkout, puh. Aus meinen 29.1 Rewards war das Dante und Mateta. Oha, der sieht geil aus, Digga. 4 Sterne Weakfoot? Ja, moin. Ja, aber war jetzt nicht so das prickelnde Pack. Da war das Pack davor auf jeden Fall okay, aber. Ganz ehrlich, was soll man aus den 3er Inform-Packs erwarten, Freunde? Was soll man da erwarten? Ja, Freunde, ihr seht jetzt noch, wie gesagt, eure Rewards da draußen, plus die Player-Picks und meine Rewards von dieser Woche seht ihr auch wieder. Deswegen, gönnt euch. Oh, Alter! Ehre! Aus den 2. Rewards war die, Digga, aus Gold 1. Die Werte sind geil. Bruder, komm, Wolke, Ehre, let's go. Brasilien, jetzt LF, jetzt Neymar. Neymar, Digga. Ja, moin, Digga. Ja. Bruder. Oh mein Gott. Ich glaube, es war ein 100k-Pick, oder? Let's go, Alter. GG. GG ist in den Chat, Freunde. Mann, gefühlt wird es immer Coutinho. Jetzt einfach Neymar. Ich hoffe für ihn, er kann ihn verkaufen, weil der kostet, glaube ich, 500.000. Krank. Und nochmal Pjanic dahinter, Digga. Double Walkout. Kostet fast 700.000. Holy shit, Digga. Holy shit. GG's, Alter. GG's. Krass. So. 6-8 plus Player Pick. Abfahrt. Ich hoffe wirklich auf was Gutes. Ich will kein Auge legen. Oh, oh. Okay. Ja. Leider der falsche Lewandowski, wenn wir ehrlich sind. Leider der falsche, aber immerhin ein 90er Rating. 286er. Ist, glaube ich, im Großen und Ganzen gut, aber
Ich bezweifle mal, dass du den spielen wirst. Ich bezweifle es. Command, den kenne ich. Krank. So, Elite. Erstmal 3 Player Picks. Dann G steht für Gönn, würde ich mal sagen. So, 1 von 5. Digga. Da kann's schon mal scheppern, ne? Da kann's schon mal scheppern. Ich glaube, Chat, ich glaube, diesen 85er Lopez werden wir noch so oft sehen, wie vor 2 Wochen mit Rainer. Ich glaube, den werden wir noch so oft sehen, Digga. Und Isaac hat an sich... Alter, geh mal auf Isaac drauf. Geh mal rechter Stick. Okay. Stell dir vor, wenn der noch 4 schnelle Skills hätte, wäre der ultra krass. Dann wäre der ultra krass, Digga. Oh, Alter. Alter. Das macht mir ein bisschen Angst für meine Picks, wenn ich ehrlich bin. Das macht mir ein bisschen Angst für meine Picks. Puh, Alter. Aus Elite 3, Digga. Abfahrt, Digga. 3er in Form Pack, Nummer Uno. Für den heutigen Stream. Aber es kommen auf jeden Fall noch welche. Walkout wäre schon mal ein Anfang. Ja. Jetzt nicht Spanien. Brasilien. Talisca. 86er Talisca. Wenn ich mich nicht täusche, kostet er so 25.000. 30.000. Und dann, ja, okay. 50.000 macht er mit dem Pack. Boah, also. Aber jeder. Oh! Das ist bitter. Digga, ich rede gerade über ein Wort, als wäre als. Oh, war die? Krass. Ich rede gerade über ein Wort, als wäre es so. No, geht in die richtige Richtung. Digga, halt einfach das Maul, Alter. Aber auch noch, kann ich dich einladen? Ja, lad mich ein, klar. Aber wir hatten halt noch. Wir sind jetzt genau eine Stunde online. Wir hatten noch keinen Son und keinen Lewandowski. Und auch keinen 90er Iličić. Aber Hauptsache wieder ein 10-mal ein Paul Lopez, Digga. Oh, Alter. Ja. Es ist mal ein neuer Spieler. Alter, man denkt fast ein 3 Inform Pack. So, jetzt kommt 3 Inform Pack. Gönn Walkout. Ja, Walkout? Isaac, Digga. Isaac, Ghost Isaac, Digga. Aber Freunde, verzeiht es mir an die YouTube-Bratans. Wenn die Quali gerade nicht so gut ist, ist Shareplay, kann ich da nichts für. Oh, Walkout direkt. Ehre. Wieder Modric. Wieder Modric. Ja, moin. Ja, moin. Wieder 90er Walkout. Das schmeckt schon rein. Oh, let's go. Let's go, Digga. Oh. Messi Maria. Schmeckt. Alter. Holy shit, Digga. Holy shit. Und ich hoffe mal, er kann ihn verkaufen. Weil die Maria ist Ingame Müll und er kostet 1 Million oder so. Das ist das Gute bei ihm. Er kostet genau 1 Million. 999.000. Alter, GG's in den Chat, Freunde. Oh, Walkout. Ehre. Oh, Belgien. Das könnte saftig werden, Digga. Das könnte saftig werden, Eden Hazard, Digga. Let's go. Krank. Krank. Wäre zwar vor einer Woche noch für Börse gewesen, aber. Und Akinfeev in Form. Deutschland. Ja. 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 90er Walkout. Oh, was für Westy. Oh mein Gott, oh mein. Bitte nicht LM.
Oh, Alter. Theo fucking Hernandez. Holy shit. Da war ich halt gerade, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich war halt null darauf vorbereitet, dass da eventuell ein Verbörster rausspringt. Und dementsprechend bin ich halt gerade einfach null ausgerastet. Alter, was ist das für ein Pack, Digga? Der kostet 400.000, aber er ist untradable. Aber den kannst du safe zocken. Der ist ultra geil. Nein. Aber Firmino geht eigentlich fit. Ist mal was komplett anderes. Ja, Walkout. Spanien. Oh, Ehre, Halleluja. Wer auch immer RM ist. Wer ist RM, Digga? Oh, achso, Sarabia. Immerhin kein Raul Lopez. Allein diese Flagge, Digga. Oh, allein diese Flagge, Digga. Aber was soll ich sagen? Bei mir kam Riquelme, der war genauso schmutz. Aber ich glaube, den kannst du sogar vielleicht spielen, Digga. Also er ist nicht komplett kacke. Komplett kacke ist er nicht. Okocha war damals eine Icon-Legende, Digga. Alter, let's go, Digga. Abfahrt. Mittleres Eichmeer kann auch, Digga, können krasse Spieler drin sein. Ich mein's ernst. Oh, Maradona. Oh. Wobei, Digga. Wobei. Ah, der hat Zanetti Schmor. Ja, geht aber auch wieder durch. So ein Walgott war auch schon lange her. Ja, bis ganz weg. Boah, ganz schnell skippen. Ganz, ganz schnell skippen. Das ist ja. Aber kostet, glaube ich, 50.000 wegen Rating, ne? Walkout. So, Elite 2, geil, hat mal wieder gelohnt, auf Elite 2 zu spielen. Mit 26 Wins. So, mit dem Player Picks, Son, let's go. Son. Schade, 86er Sarabia nehme ich mit. Ey, Freunde, auf geht's jetzt. Die müssen gönnen. Es sind halt Real Talk garantierte Paul Lopez Player Picks, ne? Ich mein's krass ernst, Digga. Ja, aber erst muss ich mir auf jeden Fall Lukas Shapeshifter holen. Ja, okay. Ich beklag mich nicht, Digga. 2,86er, 1,85er, ich beklag mich nicht. Zwar kein Son, aber den habe ich eh Angelo besucht, von dem her. Also, ich beklag mich nicht, Digga. So, erstmal 100k-Pick öffnen. Gönn David ist ein Walkout oder ein Birthday. Info, aber kein Walkout. Oder Hasebe. Flex. Warum Flex, Digga? Ah, wie ein Son. Ah, ja. Aha. Oh, Walkout, Ehre. Komm, Abfahrt. Da kenne ich gar nicht. Rein da. Was ist das denn? Party! Oh mein Gott! Let's go! 100k vielleicht! Oh mein Gott! Gar nicht dran gedacht! Let's fucking go! Ich glaube, ist der drittteuerste. Let's fucking go, Digga! Ja, 67.000! 68! 80.000! 90.000! Täglich 80-90.000 Ehre, let's go, Digga. Auch noch, ja, ist in Ordnung. Hauptsache noch ein Walkout.